Herzlich willkommen aus dem sonnigen Feuerbach. Heute schauen wir uns zusammen das Heimkino Red Deer an, denn was gibt's Besseres, als nach einer aufregenden Jagd noch einen aufregenden Film anzuschauen? Viel Spaß beim Schauen! Befinden wir uns im Heimkino Red Deer und ja, da gibt es eine Hintergrundgeschichte dazu, wie das Ganze entstanden ist. Der Kunde kam eigentlich mit dem Wunsch zu uns, ein Multiroom-Audio-Setup installieren zu lassen. Das bedeutet, es gibt dann verschiedene Lautsprecher in den Räumen und darüber lässt sich dann Musik abspielen. Wo wir dann aber bei uns durch die Ausstellung gelaufen sind, ist er in einem Raum stehen geblieben und hat sich ja, das Bild auf der schönen großen Leinwand angeschaut. Und ja, dann war schnell der Wunsch zu mehr geboren und so fiel dann der Startschuss zum Heimkino Red Deer. Und wie wir das umgesetzt haben, das schauen wir uns an. Bei der Wahl des Projektors fiel die Entscheidung dem Kunden eigentlich ziemlich einfach. Er hat bei uns in der Ausstellung verschiedene Projektoren im Vergleich gesehen und ja, der Sony VPL VW270 hat da sofort zu den Favoriten gehört. Natives 4K-Gerät mit einer tollen Bildschärfe, das macht natürlich besonders viel Spaß. Der Kunde ist ja, Fußballschauer und Fußball in 4K, ja, es gibt einfach nichts Besseres, als sein Lieblingsverein in 4K zu sehen. Und ja, so wurde es dieses Gerät und das Ganze dann entsprechend mit einer tollen Leinwand. Als Leinwand hat sich der Kunde hier für eine VNX Black Horizon In-Ceiling-Version entschieden. In-Ceiling, wieso? Ja, die Leinwand sollte versteckt sein, man sollte sie vorne nicht mitziehen. Und deswegen ist die oben in der Decke eingelassen. Es gibt dann eine spezielle Einbauform mit und da würde ich auch immer raten, kommen Sie mal bei uns vorbei im Heimkinoraum in Ihrer Nähe. Wir sind mehrfach in Deutschland und in Luxemburg vertreten. Dann gestalten wir mit Ihnen zusammen eine Planung. Das heißt, dass auch Ihr Elektriker, Ihr Trockenbauer weiß, wo muss welches Kabel in welcher Variante, in welcher Form hingelegt werden, sodass wir später genauso ein schönes Ergebnis bekommen wie hier im Heimkino Red Deer. Ja, die Leinwand, die Black Horizon, die eignet sich besonders für solche Räume, für solche hellen Räume besonders. Weil wir hier sehr viele weiße Reflexionsflächen haben und mit einer mattweißen Leinwand wäre das eher schwieriger. Wir würden sehr viele Kontraste im Bild verlieren. Und mit der Black Horizon haben wir einen tollen Inbildkontrast. Und ja, aber falls es trotzdem mal zu hell sein sollte, ist hier immer noch ein Fernseher mit verbaut worden. In dem Fall ein Samsung in 85 Zoll der Q9 Serie. Ja, besonders Spaß macht vor allen Dingen es hier auf 3 Meter Bildbreite allerdings zu spielen. Vor allen Dingen FIFA ist hier sehr, sehr beliebt beim Kunden. Und ja, gerade wegen der Leinwand kann man hier dann im Prinzip das Licht auch ein bisschen anlassen. So muss es nicht stockduster sein, man hat trotzdem sehr viel Spaß beim Spielen. Als Soundsystem kommt im Heimkinoraum Red Deer ein System von Monitor Audio zum Einsatz, nämlich das Silver 6G Modell, hier in dem Fall die 500er Serie. Und ja, also da muss man sagen, Monitor Audio hat sich da mal wieder selbst übertroffen. Es sind wirklich richtig tolle Lautsprecher, die passen hier in den Raum wie die Faust aufs Auge. Eine tolle Verarbeitung hier in dem Echtholzfurnier macht sich wahnsinnig gut. Ich kann nur empfehlen, vorbeischauen, selber mal anhören. Also klanglich sind die auch richtig klasse, aber ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie toll die verarbeitet sind und wie möbelhaft die Lautsprecher eigentlich hier mitwirken. Ja, dann passend zu den 500ern gibt es natürlich als Center-Lautsprecher den C350. Der ist ebenfalls mit einem Mitteltöner wie die Hauptlautsprecher auch aufgebaut und hat einfach noch mal ein bisschen mehr Membranfläche, was dem gerade der Verständlichkeit für die Sprache einiges zugute kommt. Ja. Passend dazu gibt es dann noch den Subwoofer, den Silver W12. Der steht hier vorne und der hat eine 12 Zoll Membran integriert und zudem auch ein Einmesssystem, das ist auch eine Besonderheit, haben nicht viele Subwoofer mit integriert, in dem Fall schon. Und da wird der Sound mit dem besonderen Mikrofon eingemessen und somit erreichen wir gerade an der Hörposition einen schönen, knackigen, intensiven Bass. Da es sich hier um ein 5.1.4 Setup handelt, also um ein Dolby Atmos Setup, haben wir natürlich im hinteren Bereich zwei Lautsprecher, nämlich die Silver FX. Und die Lautsprecher, die sind so angeordnet, dass sie im Prinzip in verschiedene Richtungen abstrahlen und es dafür dann einen sehr schönen Surround-Klang gibt. Also wir können nicht genau orten, woher der Sound kommt, aber durch die Lautsprecher wird das sehr, sehr räumlich abgebildet, das Klangbild. Ja, als Deckenspeaker sind hier die
C160 einmal Lautsprecher von Monitor Audio verbaut, also auch passend zu der Serie. Und die sind hier auch wieder im 45-Grad-Winkel zum Zuhörer angeordnet. Das heißt, dass wir hier auch entsprechend ideal in der Dolby-Norm mitarbeiten. Im Wohnzimmer ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man einen zentralen Punkt hat, wo die Technik untergebracht wird. Hier in dem Fall ist das im vorderen Bereich im Lowboard. Und zwar befindet sich hier zum einen der AV-Verstärker, im Prinzip so ja, die zentrale Einheit, die im Prinzip das gesamte System miteinander verbindet. Da sind dann die Lautsprecher angeschlossen, der Projektor angeschlossen, der Fernseher angeschlossen und so weiter. Und das ist in dem Fall ein Yamaha RX A2080, natürlich ein AV-Verstärker, der auch Dolby Atmos mit unterstützt. In dem Fall hat sogar der AV-Verstärker ein spezielles 3D-Einmessverfahren, was genau die Position der Lautsprecher nochmal mit einkalkuliert. Also wirklich richtig top. Dann ist hier oben diese kleine schwarze Box oder etwas größere schwarze Box, ist die One Connect Box vom Fernseher. Im Prinzip die Elektronik vom Fernseher extern ausgelagert. Und als Zuspielgerät haben wir hier ein Magenta TV von der Telekom verbaut und auch noch eine Sony PlayStation 4 und ich glaube bald dann auch eine PlayStation 5, aber es dauert ja leider noch ein bisschen. Zudem ist noch ein Zonenverstärker, ein WXA50 von Yamaha verbaut und dazu komme ich später nochmal. Neben der schönen Integration der Technik sowie, dass man keinerlei Kabel etc. mitzieht, das war dem Kunden besonders wichtig, war auch die Steuerung des Heimkinos ein großes Anliegen. Es sollte möglichst einfach sein. Der Kunde kam aus einem Haushalt, wo naja, die Fernbedienung, da lagen jede Menge einfach rum, so wie hier jetzt auch. Und niemand wusste in der Familie, wo muss ich draufdrücken. Es war letzten Endes immer ein bisschen Lotterie, ob man es schafft an dem Abend oder nicht. Und die Zeiten sollten endgültig vorbei sein. Und ja, da haben wir eine Lösung gefunden. In dem Fall, wo es eine Logitech Harmony Fernbedienung. Und mit dieser Fernbedienung lässt sich hier ganz, ganz einfach das gesamte Heimkino steuern. Da drücke ich einen Knopf, wie zum Beispiel Fernsehen schauen über Projektor und schon startet das Heimkino. Ja, besonderes Schmankerl war hier auch noch. Das Ganze ist natürlich auch über ein iPad steuerbar. Und ja, das war natürlich auch noch der Wunsch, geht natürlich auch und so muss ich nicht nur die, oder kann ich die Fernbedienung verwenden, ich kann aber auch zur Steuerung des Haushalts mein iPad verwenden. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, der Kunde kam ja eigentlich wegen Moodroom Audio zu uns und hier zeigen wir es anhand einer Audiozone, hier in dem Fall in der Küche. Hier ist nämlich ebenfalls zwei Deckenlautsprecher von Monitor Audio verbaut, die hier dann den Küchenbereich mitbeschallen. Das Ganze lässt sich dann auch ganz einfach mit einer App, in dem Fall eine App von Yamaha Musiccast, mit steuern und entsprechend die Musik mit auswählen. Zusätzlich kann ich hier mit der Fernbedienung vom Fernseher das Gerät starten. Das kommt dann automatisch mir entgegengefahren, sodass ich zum Beispiel, während ich hier meine Gerichte zubereite, Fernsehen gucken kann oder das ein oder andere Gericht sogar direkt nachkochen kann. Sie möchten auch so ein tolles Heimkino für sich zu Hause, wie hier das Heimkino Red Deer? Das ist überhaupt gar kein Problem. Kommen Sie vorbei in unsere vielen Standorte in ganz Deutschland und in Luxemburg. Mein Name ist Daniel Mosessian vom Heimkino-Raum in Stuttgart. Und ich mache es mir jetzt bequem und schaue mir einen schönen Film an. Vergessen Sie nicht, abonnieren Sie unseren YouTube, Instagram oder Facebook-Account. So verpassen Sie keinerlei Neuigkeiten und sind immer up to date. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bis bald.